Heute sind wir in einer Irrenanstalt eingesperrt und lass mich hier raus. Nein, niemals. Vitamine, ich bin unschuldig. Was hast du mit mir vor? Was haben Sie in den letzten 20 Minuten mit dem Burger gemacht? Ich habe den Burger nicht angefasst. Ich sag's dir noch ein letztes Mal. Wer hat den Burger gegessen? Ich habe ihn nicht gegessen. Wer hat den Burger gegessen? Okay, okay, ich war's. Es tut mir leid, aber ich hatte so Hunger gehabt. Oh Mann, das wird Ihnen noch schwer zur Last gelegt. Nein, Freunde, heute sind wir in einer Irrenanstalt eingesperrt. Und unser Ziel wird es sein, dem Wächter Vitamine zu entkommen. Okay, aber kommen Sie erstmal mit. Vorsichtig, ich habe einen Taser. Ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung, Vitamine. Und Freunde, wir müssen irgendeinen Weg finden, wie wir hier rauskommen. Und, kommen Sie erstmal mit. Wir gehen jetzt erstmal. Sie gehen jetzt erstmal die nächsten 5 Minuten in die Gummizelle. Denn. Was? Ich muss noch was machen. Bleiben Sie erstmal hier. Nein, nicht in die Gummizelle, Freunde. Und oh mein Gott, wir sind jetzt hier eingesperrt in der Irrenanstalt. Lass mich hier raus. Ich bin nicht verrückt. Ich habe nicht den Burger gegessen. Ich habe nichts getan. Freunde, was machen wir heute eigentlich mit Santi? Ich meine, wir können ihn die ganze Zeit da drinnen lassen, aber wir können ihn doch, wir können auch lustige Dinge mit ihm machen. Holt mich hier raus, hallo? Freunde, mich kann hier keiner drin hören in dieser Gummizelle. Und wir haben hier nur ein Bett und sind hier ganz alleine. Okay, es ist Mittagszeit. Kommen Sie erstmal bitte raus. Okay, ich komme schon, Herr Officer. Okay, Freunde, warte mal. Oh mein Gott, wir können uns, wir können uns das kaufen. Ein Moment. Ich fühle mich nicht so gut, Herr Officer. Was machen Sie da? Ich mache gar nichts und ich würde sagen, ich werde hier rauskommen! Nein, ich werde hier rauskommen! Nein, ich bin eingesperrt! Lass mich hier raus! Lass mich hier raus! Nein! Taser! Niemals! Bleiben Sie stehen! Niemals! Nein! Wir wurden erwischt! Nein! Nicht nochmal! Ich halte es nicht mehr aus dieser Gummizelle! Lass mich hier raus! Also Freunde, ihr habt's gesehen, wir können ihn, auch wenn er böse ist, wieder einsperren. Freunde, wenn du mir dabei helfen willst, der Irrenanstalt zu entkommen, dann like jetzt das Video, schafft mir die 1000 Likes und abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht getan habt. Und Freunde und Vitamine, kann mich jetzt nicht hören, wir sind jetzt hier in der Gummizelle eingesperrt. Und, ach Mann, wie sollen wir hier jemals rauskommen aus dieser Irrenanstalt? Okay, ich würde jetzt ihn erstmal abholen. Ich hoffe, er hat aus seinen Fehler gelernt. Und dann geht's erstmal in die Cafeteria. So, wo ist denn der Herr Santi? In welcher Gummizelle sind Sie denn? Hallo, kann mich irgendwer hören? Ich sehe einfach nur weiß. Bei mir ist alles nur weiß. Oh, ich bin frei. Ich bin frei. Ich lasse mich hier raus, ey. Nein. Kommen Sie erstmal mit. So, Sie waren unartig, das wissen Sie ja. Lass mich los. Ich hab nichts getan. Ich habe brennende Schiffe gesehen am Horizont. Nein, Sie sind einfach nur verrückt. Ich glaube, das ist das Einzige, was hier gerade nicht richtig ist. Oh nein, bitte, Vitamine. Ich habe nichts getan. Und, oh mein Gott, ist das jetzt hier mein Leben in der Irrenanstalt? Ja, das ist dein Leben. Und du kannst jetzt aber trotzdem erstmal was essen gehen hier in der Cafeteria. Okay. Chips und Cola und Wasser und Croissants mein ganzes Leben lang. Ja, bitte essen Sie und denken Sie dran. Der Burger gehört mir. Okay, gibt es hier was beim Snackautomaten? Kann man sich hier auch noch was holen oder so? Man kann hier so vieles sich holen, wie man möchte. Ich gehe mal kurz in der Küche. Bitte bleiben Sie hier. Ja, alles gut. Machen Sie sich keine Sorge, Herr Officer. Und, oh, so, Freunde, er ist in der Küche. Hier? Brot. Das ist meine Chance. Warte mal. Hey! Nein, bitte nicht! Nein! Das gibt es nicht! Freunde, da hinten ist der Ausgang! Wir müssen hier rauskommen! Oh mein Gott! Nein! Der Cola-Mensch hat mich eingesperrt! Ja, jetzt bist du sein Problem! Ich bin unschuldig! Nein, nicht ins Gefängnis! Nicht ins Gefängnis! Tut mir leid, aber aus Sicherheitsgründen musst du jetzt erstmal hier eingesperrt bleiben! Okay, aber ich kann ja einfach rausgehen, oder? Ja, das gehört. Also, das kannst du machen, das ist dein Ding. Ich meine, aber immerhin ist es besser als dieser Gummizell. Und hat man nicht hier ein bisschen Privatsphäre, Herr Officer? Naja, viel nicht. Ich merk's. Okay, immerhin hat man eine Toilette hier. Ach, man hat einen Stuhl und ein Bett. Es ist besser als in der Gummizelle, muss ich sagen, hier drinnen. Okay, aber komm mal mit. Ich möchte dir was zeigen. Und zwar für ganz Unartige gibt es hier den Stuhl. Da wirst du ausgekitzelt. Nein, nicht den Stuhl. Willst du ausgekitzelt werden? Können Sie mir den Stuhl zeigen, Officer? Ja, kommen Sie bitte mit. Dann müssen Sie nur hier rum. Und dann, wirst du ausgekitzelt. Oh, hab keine Berechtigung. Bin kein richtiger Officer. Okay, das können wir uns am Schluss anschauen, würde ich sagen. Ja, stimmt. Hier gibt es übrigens hier? Auch noch...
Die Rezeption. Okay, die Rezeption. Und sie sind hier nur... Oh, was hat hier getan? Ja, hier zum Beispiel... Warum zeige ich ihnen das eigentlich? Sie sind böse. Ich muss doch einen Weg finden, hier zu entkommen. Und ich meine, ich muss auch wieder rehabilitiert werden, wissen Sie? Guck mal, was ich mit ihm mache. Wow. Ab ins Gefängnis. Sie haben ihn festgenommen. Oh, und hier... Guck mal. Ja, okay. Hier gibt es für Polizisten Waffen und so, aber... Oh. Nicht für Sie. Alles klar, das sieht ja sehr interessant aus. Und oh, hier kann man sogar Sport machen oder sowas. Ganz genau. Hä? Wo bist du schon wieder hin? Oh. Was? Ich bin hier. Ich tue nichts. Ich schaue mich nur hier ein bisschen um oder irgendwie sowas, wissen Sie? Ja, nicht zu weit weg. Denken Sie dran, das ist alles höchst gefährlich. Ja, ich weiß Bescheid. Ich weiß auf jeden Fall Bescheid. Alles klar, ich habe mich nur umgeschaut. Wir können weitergehen. So, eigentlich, ich verstehe es gar nicht, warum ich dir das überhaupt zeige. Ich meine, du bist doch hier ein Gefängnisinsasse. Oh, und warte mal, was ist das hier? Freund, hier kommen wir zur Rezeption. Aber jetzt erstmal Zellenzeit. Komm. Zellenzeit, alle rein hier in den Zellblock. Okay. Ich geh schon in die Zelle rein und... Ach, Freunde, ich glaube, das ist jetzt hier unser Leben im Gefängnis. Ja, hier kannst du dich mit anderen Häftlingen austauschen und kannst auf jeden Fall hier bleiben. Aber es wird hier gleich nicht mehr durchgegangen. Die Tore werden sich gleich schließen. Okay, Freunde, ich würde sagen, ich habe eine Taktik. Wir haben eine Waffe geklaut auf jeden Fall. Und damit probieren wir jetzt hier der Irrenanstalt zu entkommen. Hey, warte mal. Was macht Sora hier? Okay, sie ist unschuldig. Die darf hier rein. Wir schleichen jetzt hier von oben ran. Oh, er ist abgelenkt. Wir springen runter. Oh mein Gott, okay. Wir sind hier um die Ecke. Er sieht uns nicht. Oh, Freunde, wir sind im Gefängnisblock entkommen. Okay, sehr gut. So, aber ich hol dich dann mal ab zum Abendbrot. Wo bist du? Oh nein, schnell, Freunde. Das ist unsere Chance. Was ist hier? Du? Oh nein, wir brauchen eine Schlüsselkarte. Hallo? Eine Schlüsselkarte. Oh nein, was sollen wir tun? Hey, Sidney, stehen bleiben! Bleiben Sie stehen! Keine weitere Bewegung. Was? Haben Sie gehört? Sie öffnen jetzt hier diesen Bereich. Haben Sie gehört? Nein. Öffnen Sie den Bereich. Okay, sofort, okay, okay. Sofort. Kommen Sie mit. Keine falsche Bewegung. Hier. Nein! Hier entlang. Stopp! Okay. Stopp! Okay. Ich mache hier schon. Hier entlang. Eingeschränkter Zugriff. Ja? Und halten Sie gut Abstand. Wenn ich eine Waffe von Ihnen sehe, dann war es in Ihrem Leben. Öffnen Sie die Tür. Welche? Öffnen Sie die Tür! Welche? Eingeschränkter Zugriff. Kann ich nicht! Okay, dann öffnen Sie die Rezeption. Okay, das kann ich. Dann zeigen Sie mir den Ausgang. Wo kann man hier rauskommen? Der Ausgang ist nicht hier, der ist in diese Richtung. Sind Sie sich sicher? Öffnen Sie ja, die Tür. Ja, ich bin ganz... Nein. Spielen Sie keine Spielchen mit mir. Okay. Tanzen Sie für mich! Tanzen Sie? Ja, ich mach den Zombie-Tanz! Ey, yo! Okay, wissen Sie, das ist der Gang zur Freiheit, bitteschön. Okay, kommen Sie mit! Kommen Sie mit! Nein! Ja! Das kann nicht sein, Freunde. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier rauskommen. Du bist eingesperrt. Nein, Freunde. Da ist die Freiheit. Ich sehe schon die Freiheit draußen. Das kann nicht sein. Na, da kommst du nicht raus. Ich würde sagen, kommst du nicht freiwillig zum Doktor melden? Nein, ich habe sie wirklich gesehen. Brennende Schiffe, Vitamine. Nein, ich habe sie gesehen. Babys, die geweint haben. Es ist Therapiezeit. Nein. Schluss, Ende. Freunde, wir haben alles verloren. Kommen Sie mit, es geht zum Doktor. Ihr Fluchtversuch, der war so schlecht. Mann, was für ein Doktor. Ich brauche keinen Doktor, ich brauche keine Medikamente. Kommen Sie bitte in die Doktorkammer. Ihr Doktor kommt gleich. Bitte setzen Sie sich in den Wartebereich. Auf was muss ich warten? Hier ist sonst kein anderer. Ja, der Doktor kommt gleich. So. Okay, der Doktor kommt, Freunde. Hallöchen, haben Sie einen Termin bestellt? Vitamine, du bist der Doktor. Ja, jedenfalls, wie das dem auch sei, bitte kommen Sie mit. Alles klar. Meine Praxis. Alles klar, schönen guten Tag und... was ist das hier für eine, Praxis? Wow, hallo? So, ich möchte Sie erstmal schließen, damit Sie nicht entkommen können. Okay, ich kann nicht entkommen. Was haben Sie mit mir vor? Was tun Sie? Ich möchte eigentlich, dass Ihre Augen ein bisschen anders sind. Ich sehe nur pink. Ich sehe alles pink, Freunde. Ja, hier habe ich noch eine Ausdauerpille. Was? Herr Doktor, sind Sie überhaupt geschult dafür? Selber gegessen.
Naja, egal. Wie dem auch sei, wir müssen noch ihre Hautfarbe ein bisschen ändern. Oh mein Gott. Was machen Sie? Lass mich hier frei. Lassen Sie mich hier los. Haben Sie gehört? Sie wissen ja, in welche Farbe Sie müssen. Oh mein Gott. Hallo. 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 Jetzt sehe ich aus wie Simpsons und... Oh mein Gott, ich bin kunterbunt geworden einfach. Hey, warum gibt's Orange nicht? Tja, Orange ist einfach eine Loserfarbe, Herr Doktor. Hey! Oh nein, es tut mir leid, es tut mir leid, es war nicht so gemeint. Hä? Sie sind mutiert zu einer Vitamine! Das kann nicht sein. So, aber jetzt ist Ihre Therapiestunde vorbei. Okay, lassen Sie mich... Oh mein Gott, los zum Glück hier. Okay, ich muss dann auch mal... Raus! Ja, und Sie sind jetzt eingesperrt! Lassen Sie mich frei! Tja, jetzt würde ich sagen, ändern Sie mal die Seiten. Nein, lassen Sie mich frei. Sie können mich hier nicht festnehmen. Ich bin der Arzt. Ich bin der Chefarzt. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir schnappen uns mal hier ein paar Spritzen, die hier rumliegen. Sehr gut. So, da würde ich sagen, können wir uns hier ein paar Pillen holen. So, die Farbe wird geändert. So, Herr Doktor, da sind Sie ja schön brav am Warten. Es war nicht so gemeint, ja? Wollen Sie Ihre eigene Medizin mal bekommen? Nein, ehrlich gesagt nicht. Und zwar, Freunde, let's go! Ich sehe alles verschwommen. So, keine Sorge, Sie beruhigen sich jetzt ein bisschen auf jeden Fall, dass Sie nicht mehr so rumzappeln. Und jetzt würde ich sagen, wie wär's mit einer Ausdauerpille und ich habe sie aus Versehen genommen. Aber ich habe auch eine Spritze! Was? Nein, 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 nein. Sie sind gefesselt. Ich würde sagen, wir können ihre Farbe ändern. Oh, wie ist es mit einem braunen Schokovitamine? Hey, ja, ich liebe Schoko! Oder eine Tomate oder ganz viele kunterbunte Farbe, die wir ändern können. Obwohl ich sagen muss, mir steht jede Farbe im Gegensatz zu dir. Aber warte mal, was macht der Knopf jetzt hier? Hey! Und schön bleiben! Was? Nein, so. nein, es tut mir leid. Bin ich frei. Es ist. Gar nicht. Das hat dir überhaupt nicht leid getan. Nein, wir wurden erwischt, Freunde. Bam! Oh nein. Psst, Freunde, wir haben es geschafft, uns nochmal in den SWAT-Laden reinzuschleichen. Und ich habe jetzt noch eine letzte Chance, wie wir der Irrenanstalt entkommen. Und zwar werde ich mich jetzt hier als Wache ausgeben. Und damit werden wir Vitamine hoffentlich entkommen. Hey, wo bist du? Wo ist der Irre? Okay, Freunde, das ist jetzt hier unsere Chance. Hallo, Officer Vitamine, schönen guten Tag. Haben Sie den Irren schon gefunden? Nein, er ist irgendwo im Zellblock, ich weiß nicht, ich suche ihn. Wie konnte er Ihnen denn nur entkommen? Ich habe keine Ahnung, ich muss ihn weiterhin suchen. Okay, kommen Sie mit. Sie wissen, was zu tun ist. Vielleicht ist er in diesem Bereich hier drinnen, in dem keiner rein darf. Aber stopp, Sie haben keinen Zutritt hier drauf. Ich werde alleine schauen. Okay, Freunde. Okay, vielleicht ist er da drinnen. Wow, wir haben hier das Büro auf jeden Fall vom Big Boss. Und oh mein Gott, damit können wir jetzt hier die Kameras uns anschauen, Freunde. Vom ganzen Gefängnis. Aber, okay, wir sehen hier keinen Gefangenen. Oder wir schnappen uns hier. Oh, ein freshen Hut. Ich glaube, jetzt, Freunde, sind wir auf jeden Fall jetzt hier der Boss. Und oh mein Gott, von hier können wir... Oh mein Gott, ich sehe Vitamine. Was macht der da? Und links und zwo und links und zwo. Und wir sehen, wir haben Zugriff auf jede einzelne Gefängniszelle. Und oh mein Gott, wir können Vitamine beobachten. Hier ist der Doktorraum, hier ist der elektrische Stuhl. Und oh mein Gott, wir haben den Blick auf die ganze Irrenanstalt. Und da draußen ist die Freiheit. Ich hab ihn nicht gefunden. Ich bin der schlechteste Polizist, den es nur gibt. Oh mein Gott. Okay. Und dann würde ich sagen, Freunde, es wird Zeit. Okay, wir gehen ja noch mal hier raus. Und hier haben wir ihn, Freunde. Den elektrischen Stuhl. Oh mein Gott, der ist aber nur für die schlimmsten Kriminellen, die es gibt auf jeden Fall. Und ich würde sagen, jetzt würde ich sagen, Vitamine, bist du mein Gefangener. Hey, lass mich frei, das kann nicht sein, ich wurde eingesperrt. Komm her. Oh ja, nein, kommen Sie mit. Stopp. Nein, entspannen Sie sich. Sie bleiben jetzt hier. Genau, schön stehen. Und ich würde sagen, ich habe was mit Besonderes für ihn vor. Nein. Lass mich frei. Kommen Sie mit. Sie sind jetzt auf jeden Fall in ihrer Uniform. Ich komme nicht mit. Tschüss. Wollen Sie noch einen Taser abbekommen? Ich komme nicht mit. Nein. Okay. Ich will nicht festgenommen. Nein. So, mir reicht es mit Ihnen. Sie kommen jetzt auf jeden Fall auf den... Auf den Stuhl. Was? Lassen Sie mich in Ruhe. Nein. Ich glaube, Tschüss! Nein. Stehen geblieben! Ich will doch nur auf den Hof, bitte! Okay, schauen Sie, genießen Sie noch den letzten Moment in Ihrer Freiheit. Das hier ist Ich bin frei! Das ist der Gefängnishof hier. Okay, genug Freiheit für Sie. Nein. Sie kommen wieder mit mir mit. Nein. So, Sie kommen mit mir mit. Stehen geblieben. Ah,
Jetzt kriegst du mich nie. Oh nein, das kann doch nicht sein. Und ob das sein kann. Und okay, ich glaube, sie warten jetzt mal hier vorne auf mich. Ich komm nicht mit, ich komm nicht mit. Ja, ja, ja. Versuchen sie nur abzuhauen. Vitamine. Sie kommen jetzt an den elektrischen Stuhl. Das war's mit Ihnen, mein Lieber. Was soll mit mir passieren? Bitte lassen Sie mich frei. Ich habe nichts getan. So, Sie warten jetzt hier. Sie warten jetzt, hier drin. Ich glaube, ich muss, einen Moment. Ich mache das auch das erste Mal hier, ne? Okay. Freunde, wir gehen in die Ansicht und Vitamine. Es war schön mit dir. Wir betätigen den elektrischen Stuhl. Oh mein Gott, was ist passiert? Und damit, Freunde, oh mein Gott, haben wir es jetzt geschafft. Oh mein Gott, da draußen ist die Freiheit. Wir öffnen direkt die Schlüsselkarte und wir haben es geschafft, Freunde. Wir sind der Irrenanstalt entkommen. War das irre. Like und abonnieren nicht vergessen und dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss. Tschüss.